Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Aber ich würde trotzdem gerne zuerst mal hier nach hinten gucken. Oha. Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Ein Gargoyle. Natürlich. Stimmt. Au. Ich muss mal weg. Na toll. Das war ja nicht so prickelnd. Also wirklich, die Lebensmittel in dem Spiel sind komplett für den Hugo. Also da irgendwas heilen macht keinen Sinn. Denn jeder kleinste Treffer von dem Gegner massakriert dich bei weitem mehr, als du jemals mit diesen Lebensmitteln wieder auffüllen könntest. Danke. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Na komm schon, bleib nicht an jedem Steinchen hängen, das irgendwo am Weg liegt. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Oh. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du da? Weißt du das schon? Stirb! Einfach großartig. Gut, dass ich es jetzt verbraten habe. Stirb! Diesmal war ich schneller. Danke. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Vella Glan. Ah, doch, er hatte was. Na komm. Dankeschön. Wow, nett. Passt. Hat sich ausgezahlt, mehr oder weniger. Wir wollen mal nicht so sein, nicht wahr? Und jetzt ab zum Portal. Dort ist ein Portal. Ach so, es ist ja schon Portal 2. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem... Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt, komm. Ladies first. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glan. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Stört mich aber auch nicht wirklich, denn mit den Dingern möchte ich mich nicht anlegen, wenn ich ehrlich sein darf. Sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Huch! Scharaz! Oh, da geht's noch rund. Esse, esse.
Tapardone. Milini Hamar. Rein! Ernsthaft? Mustard? Ich befürchte es, Mut. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crests Woge ab. Bleib dicht bei mir. Okay. Fertig. Bleib bei mir. Ich würde gern, genau. Wenn du mir sagen würdest, in welche Richtung wir gingen, täte ich mir leichter, Madame. Behind the color! Wir müssen sie schließen! Soll ja, ich? Ja, okay. Ich mach's, aber gib mir Deckung! Okay. Au. Wird's bald, Madame? Ach, langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Ja, abwarten. Wenn die Wauzis alles sind, vielleicht, aber ich befürchte, da kommt noch mehr. Riss Nummer 2. Ich glaube, die brauchen wir im Moment nicht. Tschüss. Komm her. Ja, ja. Tu dir keinen Zwang an. Nur noch einen. Zwei hätten wir mal. Ah, okay. Das habe ich fast befürchtet. Geralt, Schritt schneller, danke. Und auf in die letzte Runde. Ich kümmere mich ja schon drum. Brenne. Es hat funktioniert. Gute Arbeit. Teamwork makes the dream work. Keira. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Hoppla! Madame ist etwas verkokelt. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Okay. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß, ich weiß. Wir müssen weiter.
Aber bevor wir weiter müssen, würde ich noch gern das Material mitnehmen. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Bisschen Licht machen. Da hinten könnte noch jede Menge Gedöns herumliegen. Den haben wir. Da hinten. Vielleicht holen wir sie noch ein. Komm gleich. Ja, da ist noch Material, das brauche ich ganz dringend. Sorry. Sieh mal einen an. Eine Wasserflasche. Hätte ich die nicht gefunden, Leute. Das wird der Gamechanger im Spiel werden. Und ein Pilz. Und Zwergenschnappes. Ja, perfekt. Komm schon. Bin schon da, meine Liebe. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Auf jeden Fall. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Warte mal. Na, sieh mal einen an. Verdammt. Natürlich. Au. Komm schon. Danke. Ich hätt's wissen müssen. Ich hätt's eigentlich wissen müssen. Dankeschön. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Abgesehen davon, dass wir mal speichern, gucken wir mal kurz ins Inventar. Denn plus 15. Ja, das gefällt mir. Und sieht ein bisschen besser aus. Und die Sachen sind noch immer zu stark für uns, leider. Oder brauchen eine zu hohe Stufe. Da haben wir noch Maribor Schwert, das kann leider gar nichts. Die könnten was, aber die sind halt auch noch zu gut für uns. Okidok, hier mal schnell alles entkrümeln und dann würde ich sagen, ein Stündchen in Ehren kann niemand verwehren, damit wir wieder bei Kräften sind. Nochmal ein Quicksaffe. Dankeschön. Da war noch was. Toll. Bin schon hier. Er erwartet uns. Das habe ich befürchtet. Wisst ihr was? Ich würde gerne in voller Energie hier antreten. Na denn. Ab in die Arena. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird das jetzt eine Unterhaltung? Nee. Höchstens der tödlichen Art. Okay. Du bist stur, Deuner. Geralt, soll ich dir helfen? Ihr bleibt zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig, konzentrier dich. Geralt! Ich wollte ja auch nicht ihn angreifen, du Mistspiel! Sorry.
Ja. Toll. Immer feste drauf. Passage. Noch eine Spalte. Na, Überraschung. Wer hätte damit gerechnet? Treffe ich ihn auch? Ja, doch. Kriegst du mal eine Abreibung? Tschüssi. Alles in Ordnung? Das war keine Sekunde zu früh. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Das war keine Sekunde zu früh, wenn ich auf meine Haltbarkeit gucke. Nee, passt. Da hinten und hier noch. Danke. Und dann sollten wir vielleicht... Dankeschön. Unser Schwertchen mal reparieren. Was haben wir hier für eine Tafel? Ah, das ist eine Kiste. Zwergenschnappes, sehr schön. Noch ein paar Olivchen, ja. Das war höchste Zeit. Ich spürte schon ein kleines Hüngerchen. Na schön, sehen wir uns die Nachricht an. Nach der weißen Kälte. Die Asche sinkt hinunter an traumverlorenen Hügeln. Vorbei an den funkelnden Wassern Tirnalias. Langsam, sanft, still, ins Vergessen. Wissende Lippen schwärzen sich, gefrorene Knochen erbeben. Ehe das eisgebannte Auge blinzelt, betrachte ich aus fernen Himmeln euren Niedergang. Wow. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. In der Tat. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Und dass wir uns vor den Hexen aus dem Buckelsumpf fernhalten sollen. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen. Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon?
Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Ist auch wieder richtig. Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fass es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten. Ich habe das Gefühl, es wird da. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ciria wiederfindest. Herrin des Waldes. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Inventar. Was haben wir hier? Trank aus Tir Nal Yah. Gut, schön. Nein. What are you doing? Killing.